Im Norden Sachsen-Anhalts, umrahmt von landschaftlicher Schönheit, an einem der schönsten Seen Deutschlands liegt das Kloster Arendsee. Seit dem Jahr 2000 entwickelt sich das Kloster immer mehr zum kulturellen Zentrum mit Handwerkermärkten, Theateraufführungen, Orchester- und Chormusik, Lesungen und anderen Projekten. Ausstellungen im oberen Kreuzgang werden 2 bis 3-mal jährlich gewechselt. Ab und zu gibt es zusätzliche Ausstellungen in der Nonnenkapelle. Ein Klosterladen mit integriertem Eine-Welt-Stand in der ehemaligen Propsteikapelle vervollständigt das Angebot. Im ehemaligen Hospiz des Klosters befindet sich das kleine Heimatmuseum mit Ausstellungen, die über die Geschichte des Arendsees und seines Klosters, über Stadt und Persönlichkeiten informieren. Abgesehen davon, dass das Kloster in Arendsee ein touristischer Anziehungspunkt ist und Menschen auf der Straße der Romanik oder zu bestimmten Ereignissen einlädt, besteht seine Bedeutung vor allem darin, Rastplatz für die Seele zu sein. Über die Homepage der Stadt Arendsee können Sie sich über Veranstaltungen des Fördervereins informieren. Auch die Touristinfo Arendsee hält Informationen zu unseren vielfältigen Veranstaltungen bereit. Wir hoffen, wir haben Ihre Neugier geweckt und freuen uns, Sie im Kloster Arendsee begrüßen zu dürfen.